So, Clara, jetzt darfst du sie wieder öffnen. Eine Schaukel? Ja, und ich schubse dich an, bis du den Himmel berühren kannst. Komm, wir probieren sie aus. Aber was soll ich denn auf einer Schaukel? Na los, Clara. Versuch's einfach. Ich falle bestimmt runter. Das wirst du ganz sicher nicht. Du hast schon als kleines Kind auf einer Schaukel gesessen und nichts ist passiert. Weißt du noch, es ist ganz leicht. Na? Ist es gut so, Clara? Willst du höher schaukeln? Hör auf damit, Heidi. Eigentlich möchte ich überhaupt nicht schaukeln. Nur ein bisschen höher. Da kann nichts passieren. Siehst du, das macht Spaß. Ich hab doch gesagt, du sollst aufhören. Ich will nicht schaukeln und ich will auch nicht wieder stürzen. Ich will doch nur, dass du fröhlich bist. Das schaffst du aber nicht. Und sieh endlich ein, dass es nichts bringt. Ich werde nie wieder laufen können. Was? Ich will nicht auf dieser blöden Schaukel sitzen. Und ich werde auch nicht mehr versuchen zu stehen, weil ich sowieso nie wieder laufen kann, Heidi. Du hilfst mir nicht. Von mir aus geh doch zurück in die Berge. Das kann ich nicht. Du hast versprochen, es zu versuchen. Und ich habe versprochen, so lange zu bleiben, bis es geht. Vielleicht bedeutet dir ein Versprechen ja nichts. Aber mir schon. Und jetzt fahre ich gar nicht mehr zurück. Und Großvater sich wahrscheinlich auch nie wieder. Weil du dich nicht an unsere Abmachung hältst. Ich schaffe es einfach nicht, Großmama. Meine Beine sind zu schwach. Und womit hast du eben die Schaukel zum Stehen gebracht? Du musst dir nur selbst vertrauen, Clara, und dir mehr Zeit geben. Genug für heute. Gehen wir wieder ins Haus. Bitte. Versteck die Schaukel wieder im Baum. Wir wollen doch nicht, dass Fräulein Rottenmeier sie gleich entdeckt.